Herzlich willkommen auf unserem Kanal Celebrity Deathmatch. Linwood Boomer ist nur noch selten vor der Kamera zu sehen. Was macht der Adam Kendall-Darsteller heute? Linwood Boomer, der Adam Kendall in Unsere kleine Farm spielte, stand nach dem Ende der Serie seltener vor der Kamera, fand aber eine andere Beschäftigung. Er heiratete die Tochter von Charles Ingalls und verkörperte Adam Kendall in Unsere kleine Farm von der 4. bis zur 8. Staffel. Dank der Darstellung der Familie Ingalls und ihrer Farm durch den Produzenten und Hauptregisseur Michael Lenton konnte Boomer auch nach dem Ende der Serie bis heute erfolgreich in der Fernsehbranche arbeiten. Was macht Linwood Boomer heute? Boomer spielte 35 Episoden lang die Nebenrolle von Adam Kendall. Er war der ehemalige Lehrer und späterer Ehemann von Charles' Tochter Mary Ingalls. Außerdem war er der Anwalt des Dorfes. Das Paar heiratete in der 5. Staffel der Serie. Boomer hatte zuvor Nebenrollen in der Fernsehserie Hawaii 5-0 und dem Film Plötzlich Liebe gespielt. Nach Unsere kleine Farm begann er hinter den Kulissen zu arbeiten, obwohl er weiterhin Episodenrollen spielte. Unsere kleine Farm könnt ihr euch kostenlos auf Join ansehen. Seine bekannteste Serie, die er zu verantworten hatte, ist allerdings Malcolm mittendrin. Tatsächlich war er nicht nur Produzent und gelegentlich Drehbuchautor, sondern er fand die Serie basierend auf seinem Leben und war für ihren Erfolg maßgeblich mitverantwortlich. Passend dazu schrieb er viele der Episoden, gewann für die erste Folge sogar einen Emmy als Autor und führte mehrfach Regie. Außerdem hat er eine Gastrolle in einer Folge. Zuvor hatte er Nebenrollen in den Fernsehserien Love Boat, Fantasy Island, Die Zeitreisenden und Schatten der Leidenschaft. Zwischen 2012 und 2013 arbeitete er noch einmal als Produzent für The Mindy Project. Seine letzte Schauspielrolle war jedoch 2018 in der Netflix-Serie Santa Clarita Diet mit Drew Barrymore. Der Karrierestartbonus bei Unsere kleine Farm hat sich für ihn also zweifelsohne ausgezahlt. Adam Kendall, wie er damals aussah und wie er heute aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal.